Das ist mein Wissen. Ich bin von ihm und er ist von mir. In den muslimischen Büchern, anerkannte Bücher sind da drin, diese Wahrheiten, die viele überhaupt nicht hingucken wollen, die viele überhaupt nicht berücksichtigen wollen, weil sie selber schuld sind. Wer Fatima nicht hat, hat kein Glück. Ihr habt Ahlul Bayt, sallallahu alaihi. Ihr habt die Schätze vom Wissen. Das Wissen, was gegeben hat, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und dazu hat er Ilm al-Laduni. Und dazu hat er den Ilm, was er bekommen hat, als er in Sidrat al-Muntaha war. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die höchste Stufe erreicht, was es je geben kann, in Sidrat al-Muntaha. Arsch al-Rahman. Er war in Sidrat al-Muntaha und Allah sagt, sein Herz hat sich nicht getäuscht gegenüber das, was er gesehen hat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat von diesem höchsten Zeichen Gottes gesehen, was niemand gesehen hat. Jibril durfte nicht mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitfliegen. Er durfte nicht in Sidrat al-Muntaha gehen. In dem vierten Himmel blieb Jibril stehen. Er sagt, Muhammad, ich schaffe nicht mit dir zu gehen. Ich werde dich verbrennen. Das ist nur für dich zulässig. Niemand anders. Du stehst bei Allah an der höchsten Stufe. Natürlich nicht körperlich. Nicht Allah körperlich. Muhammad sallallahu alaihi wasallam körperlich und geistig. Aber das ist die höchste Stufe. Das ist die angemessene Stufe, wo du Allah subhanahu wa ta'ala am besten Art und Weise anreden darfst. Oder anreden kannst. Die höchste Stufe. Steht da, nimm das Wissen. Das heißt, Jibril a.s., der Lehrer von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf den Koran, hat das Wissen, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Dazu das Wissen, was die anderen Engel bekommen haben, dazu das Wissen, was die anderen Propheten bekommen haben, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitgenommen und zu uns gebracht. Jetzt, er will das Leben verlassen. Ali sagt, ich war bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wie ein Baby, wie ein Säugling bei seiner Mutter. Ich bin hinter ihm gekrochen, gekrabbelt, wenn er im Haus wanderte. Ich schlief bei ihm im Bett, habe ich seinen Schweiß gerochen. Er brachte mir jeden Tag von seinem Wissen was bei. Und so ist er aufgewachsen. Stellt euch mal vor, jeden Tag sitzt ein Prophet mit dir. Jeden Tag. Ein Prophet sitzt mit dir als kleines Baby, als kleines Kind. Ne? Und als junger Mann nachher. Und bringt dir Wissen bei. Was kommt raus? Was kommt raus? Ein Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Allwissende nach Allah subhanahu wa ta'ala, bringt dir was bei. Als Kind. Du bist so ein Speicher. Ein sauberes Kind. Warst du nicht Kafir? Warst du nicht Muschrik? Du bist gleich auf seine Hände gelandet, nachdem seine Mutter dich entbunden oder seine Mutter ihn entbunden hat. Landet ihr auf seinen Arm, auf Muhammads Arme, sallallahu alaihi wasallam. Das erste, der erste Schritt oder die erste Bewegung, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, war ein Mundkuss zu Ali sallallahu alaihi wasallam. Als Baby gibt er ihm von seinem Mund Wasser in den Mund von Ali. Sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählen in Bukhari, sagt, wir haben gewartet, jede Chance ergriffen. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam gespuckt hat, haben wir seine Spucke in die Hand gegriffen und damit unser Gesichter gewischt. Steht das Sahih Bukhari, steht Sahih Muslim. In die ganze Sahih steht geschrieben, dass sie sich gesegnet haben durch die Spucke von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sie haben gewartet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spucken, sofort das wegnehmen und ins Gesicht streichen. Oder wischen damit das Gesicht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Sprüche hat er das erste Mal im Mund von Ali sallallahu alaihi wasallam gemacht. Was ist das für ein Wissen? Man sagt, wenn die Mutter Milch gibt für das Baby, er kriegt nicht nur die Vitamine, sondern er kriegt Intelligenz, Geborgenheit, Zuneigung, Liebe und so weiter und so fort. Das ist diese Bestandteile dieser Muttermilch. Was sind das für Substanzen, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinem Mund gehabt hat? Bis jetzt, es gibt ein Haar von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich glaube in Afghanistan oder in Türkei. Ein Haar. Haben sie eingepackt in einen Behälter, ein Glas, und du darfst dieses Haar besuchen. Jetzt hast du Eintritt, gehst du besuchen, siehst du ein kleines Haar von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Das ist ein Teil von einem Prophet.
Und was für ein Prophet? Welcher Prophet? Habibullah, der Liebling Gottes, gibt dir von seinem Mund was in deinem Mund hinein. Das erste war das aus seinem Mund in den Mund von Anisa. Und Allah ist als Baby. Jetzt geht er nach Hause. Jetzt werden sie zusammen essen, zusammen leben, weil Muhammad Bayati, salallahu alaihi, wir wissen alle, Abu Talib hat ihn aufgenommen. Abu Talib ist der Vater von Ali, hat ihn aufgenommen. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Anfang bis Ende lebte er mit Ali. Nachdem Ali sallallahu alaihi in Kaaba geboren ist, Muhammad hat ihn empfangen. Wohin? Vom Gotteshaus zum Prophetenhaus. Vom Gotteshaus ins Prophetenhaus. Was für eine Reise ist das? Gehst du von Kaaba raus? Gehst du in Muhammads Haus? Gehst du von Muhammads Haus raus? Kämpfst du für Allah und für Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagt Muhammad, ma qamat Islam illa ala thalath. Der Islam hat keine Beine gekriegt, außer durch drei. Durch Abu Talibs Schutz und durch Khadijas Geld und durch das Schwert von Ali. Und was sind das für Berge? Die Berge, die der Bruder vorhin beschrieben hat, was sind das für Berge, die sich getroffen haben an Wissen, an Glauben, an Demut gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Was haben sie uns alles hinterlassen? Und Fatima verließ Ali nach 6 Monaten, nachdem sie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verloren hat, fing sie an zu weinen. Man sagt, dass Fatima, die 6 Monate lang hat sie geweint, sodass sie in Medina nicht mehr sich aufhalten durfte, weil durch ihr Weinen weinten die Leute auch, weinten die Frauen auch. Hat Medina gebrummt wie ein Bienennetz durch das Weinen von den Frauen, weil als sie gehört haben, das war die Mama, haben alle geweint. Dann kommt Omar zu Ali. Er sagt, ja Ali, es gibt Fatima. Ja Ali, lass Fatima schweigen. Er sagt, warum? Darf sie auch nicht weinen? Jeden Tag kommt Beschwerde. Fatima weint und lässt die Frauen und die Leute alle weinen. Dann Ali ging, hat für Fatima ein Haus gebaut. Bis jetzt, wenn du nach Medina gehst, siehst du dieses Fenster von diesem Haus. Das haben sie übrig gelassen. Alles andere haben sie zerstört. Die Gräber, die Häuser, Haus von Rasulullah, Geburtshaus von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alles. Da dürfen die Busse parken. Da siehst du keine Spur von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Schirk, sagt man. Was für Schirk? Ein Haar wird depoliert 1400 Jahre. Ich bezahle Geld dafür, ich fliege dahin, damit ich nur dieses Haar von Muhammad sallallahu alaihi wasallam anfassen darf. Und angucken darf. Du darfst das nicht anfassen, das ist ein Glas. So ein Gefäß. Muhammads Haus ist verschwunden. Fatimas Haus ist verschwunden. Also wo er geboren ist. Nicht wo er gewohnt hat. Wo er geboren ist, ist nicht mehr da. Fatimas Haus ist verschwunden. Dieses Haus, was Ali für sie gebaut hat, hat er für sie gebaut, damit sie da trauert. Aber hat Fatima nur getrauert da? Hat sie nur geweint? Oder war das für sie ein Ort wie für Maryam, sallallahu alaihi, als sie einen entfernten Ort genommen hat, um sich von ihrem Volk fernzuhalten, damit sie Gott besser dienen kann? Mit Jesus, sallallahu alaihi, Isa, sallallahu alaihi. Fatima geht um diesen Bayt al-Ahzan, Haus des Trauers. Und da hat sie angefangen zu schreiben. Was sie geschrieben hat, wird heute überall im Internet und im Fernseher und in den Büchern geschrieben, nämlich Mushaf Fatima. Mushaf Fatima, wenn ich nicht weiß, dann werde ich heiß. Dann muss ich denken, das ist irgendwas. Mushaf heißt ein Koran. Für mich so, wenn ich das nicht weiß. Wenn ich nicht richtig kundig bin, wenn ich nicht genug Informationen habe und ich höre von irgendjemand, der nur Fitna stiften will, Gerüchte verbreiten will, dann glaube ich, dass diese Menschen, die einen Mishaf haben, haben einen anderen Gott. Aber Mishaf ist eine Sammlung von Suhuf. Und Suhuf sind das Berichte oder Zettel, die miteinander zusammengetan, das heißt Mushaf. Man sagt Ashafas Suhuf.
فأصبحها مصحفا. فاطمة سلام الله عليها حتى شريبن تسبسن بس جيبن هات und was war oder was in ihrer Zeit war und was geben wird.